Eine Milliarde Menschen weltweit hungern und in Deutschland werfen wir tonnenweise Lebensmittel weg. 11 Millionen Tonnen im Jahr oder pro Bundesbürger 84 Kilo Lebensmittel, die jeder Bundesbürger im Jahr hierzulande wegwirft. Warum das so ist und welche Folgen es hätte, wenn wir besser und effizienter mit unseren Lebensmitteln bewusster umgehen würden, das will ich jetzt bereden mit einem Landtagsabgeordneten Johann Häusler. Ich grüße Sie. Ja, ich grüße Sie ebenfalls. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. 1 Milliarde Menschen hungern tagtäglich. Und es ist unverantwortlich, wie wir mit Lebensmitteln umgehen, wie wir auch Lebensmittel wertschätzen. Ich komme aus einer kleinen bäuerlichen Familie mit 11 Familienmitgliedern. Und meine Großmutter hat uns beigebracht, Lebensmittel, in welcher Form auch immer, dürfen nicht weggeschmissen werden. Die müssen also geachtet werden. Das ist auch noch der Bezug eben zur Produktion, zur Natur und auch zur Ethik. Und ich glaube, davon entfernen wir uns immer mehr, weil wir einfach den Einklang zwischen Natur und Lebensmittelproduktion und Verzehr im Grunde nicht mehr zusammenbringen. Immer weniger Bundesbürger können kochen, können Rohstoffe verwerten. Es ist auch so einfach, im Supermarkt zu kaufen und in der Kühltruhe aufzubewahren. In Frankreich gibt es jetzt dieses Gesetz seit wenigen Tagen erst. Die Supermärkte dürfen keine Lebensmittel mehr wegwerfen. Dort wandert vieles dann zu den Tafeln. Kann das für Bayern ein Ventil sein? Ja gut, das ist auf jeden Fall zumindest mal ein ganz interessanter Ansatz, den sich zu beobachten lohnt. Läuft ja in Bayern und in Deutschland ähnlich, nur ohne eben den entsprechenden Ordnungsrahmen. Es gehen ja im Grunde die meisten Lebensmittel aus den Supermärkten, aus den Großmärkten dann direkt an die Tafeln. Wir sind aber auch in der Lage, so behaupten das zumindest unsere Discounter, mittlerweile durch eine vernünftige Logistik 99% der eingekauften Lebensmittel auch verkaufen zu können. Die meisten weggeworfenen Lebensmittel oder verschwendeten Lebensmittel kommen leider aus den Privathaushalten, weil, genau wie Sie sagen, hier das Bewusstsein ein anderes ist. Wir leben sehr in einer Fastfood-Generation. Welche Hausfrau kann heute noch für eine Familie einen großen Schweinebraten zubereiten, einmal in der Woche, wie das früher war? Und ich glaube, damit fehlt auch ein Stück weit die Kultur. Auch noch die vielen Kochsendungen, die tagtäglich da sind, verschärfen das Bild eher im negativen Sinne, hat man manchmal das Gefühl. Von den weggeworfenen Lebensmitteln sind der überwiegende Teil Gemüse und Obst, aber auch Fleisch. Einiges wird verfüttert, einiges wandert dann in die Biogasanlagen. Und die wegwerfenden Stellen, das sind wir Endverbraucher. Das ist gar nicht der Supermarkt, das sind die Endverbraucher über 50%. Was würde denn passieren, wenn wir aber jetzt weniger Lebensmittel kaufen würden, weil wir effizienter umgehen, besser kochen, besser verbrauchen? Ja gut, was würde passieren? Es gibt zwei Schlussfolgerungen daraus. Zum einen, dass wir natürlich auch etwas weniger produzieren müssen. Das ist das eine. Zum anderen, dass wir die Produktion genauer hinterfragen müssen. Und ich glaube, das würde uns unserer Gesellschaft gut tun, hier ein Stück weit zurückzurudern. Aufgrund dieses Geiz ist billig-Syndroms, das wir überall in allen Lebensbereichen bei uns immer wieder nach vorne stellen, haben wir einfach auch diese Einkaufsmentalität, alles was billig ist mitzunehmen. Ob ich es brauche, ob ich es nicht brauche. Das ist interessant, dass Sie sagen, wir müssen weniger verbrauchen. Sie selber haben ja Agrarbetriebswirtschaft studiert in Weinstephan. Sie sind im Grunde ein langjähriger Vertreter der bäuerlichen Erzeugergemeinschaft. Kann sich denn der Bauer überhaupt leisten, weniger zu produzieren? Ich dachte, das Gegenteil ist angesagt. Ja gut, wenn ich also meine Berufserfahrung mal 30 Jahre zurückspiele, dann waren damals Schweinehaltungsbetriebe mit 200 Tieren, waren damals existenzielle Betriebe, die ihre Familie ernährt haben, die unsere Kulturlandschaft getragen haben. Heute müssen die Betriebe sich stabilisieren, damit sie den internationalen, den globalen Märkten gerecht werden, und da müssen sie eben entsprechend dann die Produktionsbedingungen anpassen. Sie brauchen größere Flächen, die ganze Flächenkonstellation, sie brauchen dann eine hohe Technisierung und sie brauchen wirklich auch dann manchmal ruinöse Wettbewerbsbedingungen, denen sie widerstehen müssen. Und heute, wenn dann einer mit 1000 Schweinen, ist oft teilweise gar nicht mehr existenzfähig. Und das, glaube ich, diese Spirale, die müssen wir nicht immer weiter nach oben drehen, sondern den Bereich bäuerliche Landwirtschaft vielleicht wieder ein bisschen bewusster diskutieren. Bayern ist ja, das betont ja auch immer wieder die Staatsregierung, geprägt von der bäuerlichen Landwirtschaft. Wir haben eine Kulturlandschaft, die ist geprägt von Rinderhaltung, von Weiden. Können unsere Bauern überhaupt damit klarkommen, wenn es weniger Nachfrage gäbe? Unsere Bauern könnten sehr wohl damit klarkommen, wenn sie auskömmliche Preise dafür
was wir bekommen. Und da sind wir genau bei dem Punkt, wenn die Preisgestaltung oder die Anerkennung als Lebensmittel ein Stück weit besser eingeschätzt würde. Und im Bereich Bio, in regionalen Märkten, wir haben ja viele regionale Märkte in den größeren Orten, ja, da sieht man ja, dass diese Wertschätzung da ist. Und die nehmen ja an Bedeutung zu. Das heißt, wir müssen uns insgesamt davon verabschieden, dass wir nur noch 10,5 oder 11% unserer Lebenshaltungskosten ausgeben. Wir geben 13-14% für Urlaub aus und fast genauso viel für Kosmetikas und Hygiene als wie für Lebensmittel. Und ich glaube, das ist auch ein Ansatz, der in unserer Gesellschaft überhaupt nicht ausreichend diskutiert wird. Also für den heimischen Geldbeutel zu Hause, man kann ruhig ein bisschen mehr für Lebensmittel bezahlen, Agrarprodukte. Dafür wird man vielleicht weniger wegwerfen und dann bleibt unterm Strich das Gleiche und man hat allen geholfen. Zwischen 15-30% der weggeworfenen Lebensmittel sind teilweise ja noch original verpackt. Und da sieht man ja ganz genau, dass eigentlich nur gekauft wird, weil es gerade billig ist oder weil es gerade im Angebot ist. Ne? Dann wird es einfach mal mitgenommen. Aber es wird nur bewusst eingekauft und damit auch bewusst gekocht, bewusst damit umgegangen. Also wir als bäuerliche Landwirtschaft würde uns das gut tun, wenn wir da ein Stück weit zurücktreten könnten und vor allen Dingen, wenn wir die gesellschaftliche Wertschätzung unserer Lebensmittel wieder nach vorne bringen würden. Vielleicht noch ein Satz am Schluss, Blick über den Tellerrand, ein bisschen weit geblickt nach Afrika. Ja. Wir verhandeln im Moment, wir Europäer, ein Freihandelsabkommen mit Afrika. Zu befürchten ist, dass man dort die kleinen Pflänzchen, die Agrarkultur vernichtet, letztlich mit billiger Lebensmittelimportware aus Europa. Das ist ja genau der gleiche Ansatzpunkt, dass es keinen Sinn macht, dann die Übermengen dann in Entwicklungsländer dort zu transportieren, um dort die heimische Wirtschaft, die heimische Landwirtschaft zu ruinieren, die wir vorher mit Entwicklungshilfemitteln aufgestockt haben, versucht haben zu begründen. Also ich glaube, das ist vollkommen der falsche Ansatz. Die Mengen sind es nicht, die unseren Markt entlasten. Ja, da gibt es andere Möglichkeiten. Herr Häusler, ich bedanke mich für diese Konsequenzen, die Sie uns auch aufgezeigt haben. Es ist sehr einfach, weniger Lebensmittel wegzuwerfen, aber wir haben doch eine ganze Menge von Konsequenzen betont. Es kann funktionieren. Ich bedanke mich aus berufenem Mund, dass Sie da waren. Und damit wollen wir auch schon wieder beenden, unser Plenum TV Magazin hier für Schwaben.